Oskar hier, heute mal wieder mit einem kleinen How-to-Video. Und zwar, wie ihr wisst, ich bin Linux-Nutzer. Ich spiele StarCell Online auf Linux, was es gar nicht für Linux gibt. Dafür habe ich ja Play on Linux. Ich habe auch früher die ganzen Starshine Legacy-Spiele gespielt. Die wollte ich ja auch wieder spielen, genauso wie die anderen Starshine-Spiele. Das Problem ist, Starshine 2, 3, 4 laufen alle ohne Probleme. Unter Linux Business Play und Linux. Nur Starshine Legacy One, also der Start von allen, das was man damals als erstes vom Pony Club damals bekommen hat, sagte mal, ich kann es aber zeigen, mit Grafikkartenfehler. Okay. So, hier würde ich Adapter Mode, make sure, that the current meets the system requirements, was mein Computer lang easy hat. Wenn ich das überlege, ich habe das Spiel auf dem Pentium 3 gespielt. Mit einer Onboard-Grafikkarte. Da ist es gelaufen. Ja, geht nicht, kann ich nicht spielen. Aber das ist ein Problem, was an Wiener liegt. Wie ihr das beheben könnt, ist ganz einfach. Ihr seht, da ihr alles auf einer Festplatte habt, haben alle Spiele dieselbe Konfiguration. Ich sag mal, da scheint der NT2. Sagt er, geht nicht, muss ich erst das Spiel in die CD laden. Kein Problem habe ich ja. Da scheint der NT3, sagt er, geht nicht, muss ich CD3 reinlegen. Ich sehe genauso. Auf jeden Fall, da schon irgendwie läuft auch ohne. Der Trick ist aber, um das Lauf zu entwickeln, um diesen Arbeit hier wegzubekommen. Warte, das mal verursachen. So. Geht ganz einfach. Und da zeige ich euch gleich auch, wie ihr Fehler haben könnt, beheben könnt, dass die Maus nicht aus dem Bild rausgeht. Und dann nicht mehr steuern könnt, was später spielen nicht sehr kompliziert wird. Wenn da die Maus aus dem Bild raus ist. So, ihr geht eben rein, wie eine Konfiguration. So, dann habt ihr das schöne Fenster hier. Er geht rein in Tab Grafik. So, das ist die Sache. Das ist behebt den Mausfehler. Das fehlt aus dem Maus. Dann können wir noch mal, nehmen wir noch das hier und das dazu, obwohl es irrelevant ist. Und dann müssen wir jetzt hier einstellen. Das simuliere einen virtuellen Desktop. Und das ist die Sache. Starshine Legacy One. Nativ läuft das Spiel sowieso in 800x600. Ich glaube, man kann eben auch. Er läuft eh nur 4 in 4 zu 3 oder 5 zu 4, je nachdem. Jetzt müssen wir oft angucken, auf was ist der Bildschirm allgemein eingestellt. Mein Laptop läuft auf 1440 mal 900. Also kann ich Feld 1280 mal 1024 raus. Das ist größer aufgelöst als mein Bildschirm. Alles andere lohnt sich nicht. Die einzige Auflösung, die sich hier lohnt, im 4 zu 3 bis zu 5 zu 4, je nachdem, ist 1024 mal 768. Das ist jetzt die optimale. Ihr könnt natürlich auf 800 mal 600 stellen, das wäre jetzt die Default-Auflösung. Aber ich komme da ein bisschen mini, wenn man eine große Bildschirmauflösung hat, auf einem relativ mittleren Monitor. Also wer Full HD hat, sollte dann vielleicht auf 1600 mal 1200 stellen, weil Full HD ist ja 1920 mal 1280, glaube ich. Nee, falsch. 1080 mal 1020, glaube ich. Ich weiß nicht, was Full HD war. Ja, 1080 war es. 1920 mal 1080. Also fällt bei denen auch 1600 mal 1200 raus. Ja, UHD hat natürlich, der kann auf 1600 mal 1200 stellen. Aber ja, die beste Auflösung für das Spiel ist jetzt allgemein 1468. Die vier Punkte aktiv, wobei ich glaube, die beiden werden irrelevant. Lässt man mal drinnen anwenden. Okay. Klicken. Kurz warten. Und tada. Das Spiel läuft. Und wenn ihr natürlich jetzt hier raus wollt, das Spiel im Hintergrund laufen lassen, unter Linux, das ist kein Problem. In diesem der Mac ist, weiß ich nicht, bei mir wäre es die Windows-Taste und bei Mac kann es auch die Erd, ich soll die Mac-Taste sein und R geht bei mir das, also gar nicht wieder Maus. Okay, geht nicht mehr. Nee,
ist jetzt nicht Maus angefangen. Das heißt, ich kann jetzt noch Alt F4, Alt F4 machen, um das Spiel zu lesen. Und hoffe, euch hat es gefallen und geholfen. Mir schon. Und Ende.